Wir starten heute unseren ersten Versuch. Pizza im Nonna Aurelia. Endlich haben wir ihn bekommen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das was wird. Das Unterteil habe ich schon zusammengebaut. Wir haben zwei Bleche und die wollen wir jetzt erstmal befüllen. Für unseren ersten Versuch nehmen wir Fertigpizzateig, sicherheitshalber. Wir brauchen noch Zutaten. Aus dem Sag mal. Eine kleine Dose Mais und Thunfisch, ne? Hat man, glaube ich, gesagt. Viel zu viel Mais für so eine Pizza. Und das ist schon so eine kleine Dose. Haben wir eigentlich auch vor gerade eine Pizza so was? Ich glaube, ich mache das jetzt wie im Omnia. Erstmal minutenvolle Pulle, oder? Hey Siri, Timer 5 Minuten. Brauchen wir noch gar nicht mehr, ne? Was muss ich jetzt machen? Gehen auch hinstellen, ne? Und unten sieht es gut aus. Das Blech ist auch total sauber geblieben. Da muss man gar nicht viel abwaschen. Und ist wirklich sehr lecker und endlich mal eine Pizza ohne Loch. Und wirklich knuspriger Boden. Ja, Boden ist super. Oben drüber ein bisschen mehr Oberhitze könnt ihr gebrauchen, aber ansonsten also sehr lecker.